Willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition. Wir sind in Maria City angekommen, der nächsten Stadt in der Einalregion, hier über diese coole Zugbrücke. Und es ist Winter, es schneit, ja super, ich mag den Schnee ja sehr. Wir können es aber jetzt erstmal hier umsehen. Brücken sind schon eine tolle Sache, überleg doch nur mal. Durch eine Brücke lassen sich zwei sonst voneinander getrennte Orte miteinander verbinden. So gesehen haben sie fast schon einen symbolischen Charakter. Selber hast du bestimmt schon einmal von einem Typen auf Route 5 gehört, was? Ja, mir kam das jetzt bekannt vor. Ich dachte, wir hätten das schon irgendwie im letzten Part gehört. Willkommen in Maria City. Oh. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Glurak-Brücke genannt. Ihr in Einal hat doch gar keine Ahnung, wie ein Glurak aussieht. Die ist einfach nur rot, deswegen nennt ihr die Glurak. Ich bin lieb. Ich bin heute lieb. Und hier ist noch eine Brücke. Oh. Maria ist die Stadt der Brücken. Die ist ein bisschen hübscher. Oh no, nicht du. Ihr seid also die Trainer, von denen Camilla gesprochen hat. Ich bin Turner, der Arenaleiter dieser Stadt. Einen herzlichen Empfang dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Das Herunterlassen der Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Team Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke für uns heruntergelassen habt, aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht keine Schuld. Ja, ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass diese Halunken von Team Plasma ins Stadtinnere abgehauen sind. Auch wenn das jetzt hart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Okay, ja, Turner ist ein sehr sympathischer Arenaleiter. Wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Ja. Einverstanden. Ich war ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Delo, ich gehe da mal schon mal vor. Alles klar, Scheren. Bitte. Ich schaue mich erstmal hier ein bisschen um. Auch wenn hier wahrscheinlich nicht so viel Cooles ist. Sei mir gegrüßt, verehrter Trainer. Ich arbeite in einem Tiefkühlcontainer. Wie? Der Tiefkühlcontainer ist ganz im Süden der Stadt. Aha, ist wie ein besonderer Ort, den wir aussuchen sollten. Wenn du willst, verrate ich dir mal was, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls einem deiner Pokémon in einem Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das kommst du nach dem Kampf nämlich wieder zurück. Einweg-Items sind und bleiben natürlich weg, nachdem man sie eingesetzt hat. Ah ja, also wenn man hier irgendwie mit einem Pokémon zu tun hat, das Raub oder Abschlag hat, ist das nicht ganz so schlimm. Ein Mitglied von Team Plasma hat mich zu einem Kampf gezwungen. Das Resultat? Er hat gewonnen und mir alle meine Pokémon weggenommen. Oh, ich versuche deine Pokémon zurückzuholen. Hey du, hast du das Pokémon dabei, das du vom Professor Esche bekommen hast? Dieses Pokémon kann auch eine besondere Attacke erlernen, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Es muss dir gegenüber aber zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Ah ja, das sind diese Säulenattacken. Pflanzsäule. Können wir uns das mal anschauen. Also die kann man halt ganz gut stacken. Mit Feuersäulen und Wassersäulen. Die Attacke ist halt an sich eher schwach. Sogar schwächer als Grasmixer. Nicht schwächer als Megasauger, aber Megasauger hat einen nice Effekt. Kombiniert mit Wassersäulen steigt die Wirkung und die Umgebung wird zu einem Sumpf. Ja. Aber es lohnt sich halt nicht, weil ich habe ja keine Wassersäulen. Deswegen lassen wir das. Siege verdanke ich allen allein in meinem Team, aber Niederlagen gehen auf mein Konto. Das ist mein Motto. Man muss bescheiden sein, wenn man auf dem Boden bleiben will. Er ist sympathisch. Sag mal, hast du während deiner Laufbahn als Trainer eigentlich schon mal gegen die Top 4 der Pokémon-Liga gekämpft? Dass man erst gegen sie antreten kann, wenn man im Besitz aller 8 Orden ist, weißt du ja hoffentlich, oder? Alles klar, Kind. Sehr sympathisch. Und hier haben wir so einen coolen Markt. Oh mein Gott, wie schön. Es gibt da diese kleinen, ruhigen Städtchen, die sich im Laufe der Jahreszeiten noch richtig anpassen. Sie exportieren viele ihrer Erzeugnisse. Ha? Das tut mir jetzt aber leid. Da war so ein Typ namens Charles, der alles leer gekauft hat. Der König oder was? Die Produkte, die in Maria City zum Verkauf angeboten werden, stammen aus irgendwelchen anderen Städten. Schon faszinierend, wie die Welt heutzutage verbunden ist. Ja, solange die Lieferketten nicht zusammenbrechen, ist das alles ganz nice. Humumilch? Eine Flasche ist ganz nice, aber ich nehme auch gern ein Dutzend. Sehr gut. Es gibt eine wundersame Medizin, die Pokémon wieder munter macht. Ah, das ist ja der Kräuterverkäufer. Ist halt richtig günstig, ne? Kraftwurzel.
Ich werde es noch nicht so sehr brauchen jetzt am Anfang, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall. Ich werde ja niemals hierhin nochmal kommen, um das nochmal zu kaufen. Ich kenne mich ja. So, Gemüse ist das ganze Jahr zur Verfügung. Was hast du? Dekoartikel oder so? Du hast erstmal gar nichts für mich. Okay, macht nichts. Ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe gesehen, hinten war auch noch was. Eine Riesenperle. Die kann ich zu Geld machen. Und ich mag Geld. Hallo? Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich will meine Angebetete unbedingt beeindrucken, habe daher eine neue Form des Pokémon-Kampfes gelernt. Es handelt sich um einen Reihumkampf. Willst du wissen, worum es dabei geht? Beim Reihumkampf treten auf jeder Seite drei Pokémon an. Vorne steht eins und die anderen beiden stehen hinter ihm. Und jede Runde kannst du die Pokémon durchwechseln, das ist der Clou daran. Also, soweit die Zusammenfassung vom Reihumkampf. Als echter Trainer willst du den Reihumkampf sicher gleich ausprobieren, oder? Ja, auch wenn ich Angst habe, dass ich jetzt Pokémon verliere. Denn, also mit Pokémon Schwarz und Weiß wurden die Reihum- und die Dreifachkämpfe eingeführt. Und den Reihumkampf fand ich immer sehr, sehr schwer. Also, er setzt jetzt drei Pokémon ein. Aber. So, okay. Ich wechsle jetzt zu Serpentina. Mach Grasmixer, weil Grasmixer hätte hier zwei von seinen Pokémon gut getroffen. Deswegen war das eigentlich eine ganz nette Idee. Oh, er lebt immer noch. Neuigkeit sinkt, aber er macht jetzt Angeberei. Okay. Bleib aber jetzt dabei und mach Megasauger. Jetzt wechselt er zu Barschuft, aber das ist mir im Grunde. Na. Schon weh. Wir machen aber Megasauger, heilen uns dadurch wieder ganz gut. Naja. Da geht wieder zu Rockheimer. Bitte triff. Oh, perfekt. Und jetzt hat er nur noch zwei Pokémon. Das Zebritz macht mir halt Angst, aber was soll's. Level 26. Gut. Das ging alle Erfahrungspunkte, ist auch gut. So, ja, ich will aber jetzt eigentlich schon das Barschuf ganz gern besiegen. Er geht aber jetzt zu Zebritz. Mit Funkensprung ist aber nicht so schlimm. Ja, jetzt treffen wir uns leider selber. Ich kann auch auswechseln. Sache ist halt, ich kann hier nicht viel Schaden machen. So, Barschuft wieder, Bodycheck, ja. Das geht aber vom Schaden. Ich gehe wieder zu Zebritz. Ich wechsle halt nicht, weil ich denke mir, ich bin ja eigentlich hier ganz gut aufgestellt. Er kann mich nicht gut treffen, also das ist ja auch kein guter Treffer. Ich meine, diese Kämpfe sind eine coole Idee. Aber ich finde sie super, super kompliziert, weil man nie genau weiß, was jetzt passieren wird. Ich mache jetzt einfach Aufruhr, weil ich kann hier nicht mehr drauf gehen. Level up. Lehmbrühe, yes! Ach nee, Lehmbrühe ist keine Bodenattacke. Lehmbrühe ist Wasser, ne? Ja. Jackal 95, Genauigkeit ist nicht so geil. Ich würde tatsächlich den Blubschrei erstmal behalten wollen, weil die Genauigkeit nicht so geil ist. Es ist komisch, dass er Funkensprung macht, was mich gar nicht treffen kann, statt Nitro-Ladung, was zwar nicht sehr effektiv ist, aber mich immerhin trifft. Okay, das wäre geschafft. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Und jetzt sind die ja geschlagen. Wie erbärmlich. Da wollte ich dir etwas beibringen und habe selbst eine Lektion erteilt bekommen.
Ich muss schon sagen, du könntest eine große Zukunft vor dir haben. Was deine Pokémon nicht genau kennt, hat keine Chance beim Umkampf. Wenn du weitere Umkämpfe bestreiten willst, dann geh nach Twindrake City. Ja, muss ich sowieso. Auf der anderen Seite des Meeres leben noch jede Menge anderer Menschen mit Pokémon, nicht wahr? Ja. Hier sind noch ein paar Häuser. Ja, Dudo. Du. Du solltest unbedingt ein Picotilla gegen meinen Barstuf tauschen. Nein. Na du hast doch ein Pokédex, nicht? Wie viele Pokémon hast du laut deiner Statistik denn bereits entdeckt? Das sind ja mindestens 50, wenn nicht sogar noch viel mehr. Na, dann hast du das hier redlich verdient. Okay. Seegesang. Heißt irgendwann Muschelglock, aber noch heißt es Seegesang in diesem Spiel. Ah, Wundersatz ist schon geil. Ah, ne, bei Piggy kann ich es gar nicht versuchen. Piggy braucht auf jeden Fall das Item, was es hat. Evolit ist halt auch geil. Na, was mache ich jetzt? Schattenglas. Ja, das ist halt keine Durchschlagskraft. Und was trägst du? Münzamulett. Okay, wir lassen Seegesang erstmal raus. Das ist ja auch nicht ganz so geil. Überreste ist sehr, sehr geil. Seegesang geht so. Seegesang kann besser sein als Überreste. Aber... ja, meistens. Im Fernsehen kommen manchmal recht informative Sendungen über Pokémon-Attacken und Fähigkeiten. Wäre mir neu, aber okay. Es gibt Pokémon, die sich durch den Tausch mit jemand anders weiterentwickeln. Ist doch der Wahnsinn, oder? Oh, entwickeln sie sich dabei weiter? Wenn sie nicht mehr bei dir sind. Das war gemein. Ob sie im Kampf nun Blitze einsetzen oder Sturmböen, alle Pokémon haben ihren eigenen Willen. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gerade gefällt. Ich glaube, er spricht von den legendären Pokémon in diesem Spiel. Ich bin dir sehr dankbar, dass du extra gekommen bist. Du bist doch ein Trainer, oder? Man sehe sich nur deinen Pokédex an. Der ist ja einfach fantastisch. Sag mal, könntest du mir vielleicht eine kleine Bitte erfüllen? Vielleicht? Würdest du gerne mal ein Pokémon sehen, das die Attacke Kraftschub beherrscht? Ja, das ist schön für dich, aber mein Bisbark ist leider tot. Es gibt auch sehr, sehr viele Pokémon, nicht? Und je nach Art können sie unterschiedliche Attacken lernen oder eben nicht. Das ist wahr. Hier ist das Pokémon Center. Ist hier noch irgendwas? Warum ich rumlungere? Weil ich Lust drauf habe, deshalb. Ach ja, und nur wenn eines meiner Pokémon Surfer beherrschen würde, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten. Naja. Ah, Surfer kriegen wir noch. Jetzt aber erstmal hier eine kurze Heilung. Denn mein Team ist durch den Reihumkampf ein bisschen mitgenommen worden. Nicht wirklich, aber ein bisschen schon. Aber wir hatten jetzt auch schon sehr, sehr lange keinen Todesfall mehr, ne? Also, ich weiß nicht. Ich mag alle meine Pokémon, aber ich würde auch ganz gerne mal ein neues Pokémon im Team haben. Aber ich will es auch nicht beschwören. Das ist so ein Problem. Was ist hier noch? Außer Schnee? Hier ist die Arena. Okay. Die Arena ist aber anscheinend nur eine Arena und sonst nichts. Bisher waren ja alle Arenen noch irgendwas anderes. Ein Hyperball, das ist natürlich ein großer Fund. Ich glaube, das Größte, was wir damit erreicht haben, ist, dass wir die Umwelt aufgeräumt haben. Route 6. Area City. Der alte Mann auf Route 6 ist auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Hast du das? Hat das deine Neugierde geweckt? Dann schau doch mal bei ihm vorbei. Ist das hier? Glück ist vergänglich, nichts wert ewig. Es lohnt also nicht, mit Habsucht und Raffgier durchs Leben zu gehen. Wenn ich das nächste Mal in die Kontaktebene gehe, werde ich dafür sorgen, dass ich Transferkraft bekomme und anderen damit eine Freude bereiten kann. Okay. Menschen, die diese Welt besucht haben, lassen schon mal Items darin zurück. Kontaktebene. Ich weiß, was die Kontaktebene ist, aber ich weiß nicht, warum die alle was davon reden. Das sind alles unnütze Menschen, die mir nichts bringen. Außer vielleicht die Mülltonne. Moment. Nö, auch nicht. Ja gut, dann ist das hier alles ein bisschen trist. Aber macht nichts. Wir gehen jetzt nach Süden.
Denn hier waren wir noch. Oh, hallo. Was ist das denn? In der Detektivcontainer findest du ein paar Kinder, die Pokémon fangen und trainieren. Ja, okay. Tiefkühlcontainer. Ach so, Kinder, die Trainer sind, das meinte er. Aber da teilt sich das Gewicht ihrer schweren Ladung mit Pokémon. Ich bin nur ein Teenager, aber auch mir stehen meine Pokémon helfen zur Seite. Okay, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte halt, man kann die wilde Pokémon fangen, okay. Aber dass er meint, dass wir hier kämpfen, das... Bin ich überrascht. Ja, ich muss hier wechseln, ich habe ein bisschen Angst. Kieferattacken sind sehr effektiv. Biggie! Eisenabwehr. Das ist in Ordnung. Denn alle deine Boosts ignoriere ich mit meinen Volltreffern und ich mache viele Volltreffer. Außerdem ist das so speziell, meine ich. Das war kein Volltreffer. Ihr mit eurem Schutzschild, was soll das? Das war ein Volltreffer, der nicht notwendig war. Naja. Level 26 für Ramses möchte Klauenwetzer lernen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Statt Raub. Ich meine, Raub und Verfolgung sind gleich stark. Blaukaps? Ah, oh, das ist ein Pokémon, das ich immer vergesse. Ich vergesse mal, dass es dieses Pokémon gibt. Schlag, okay, wie oft? Einmal, ja, okay. Ausdauer. Ich meine, er überlebt jetzt auf jeden Fall. Aber selbst wenn er irgendwas haben kann, um mir jetzt richtig weh zu tun, habe ich ja ruckzuck, um schneller zu sein. Er will mir nicht wehtun, er will mich einfach nur aufhalten. Er weiß, dass meine Zeit gerade knapp ist, weil ich gleich zur Uni muss und ich will davor noch diesen Part hier hochladen. So, ja, das wird geschafft. Aber cool, dass er einen Laukaps hat. Was hast du? Mein Vater arbeitet in einer Arena. Ich mache hier gerade ein Spezialtraining. Spezialtraining gibt es noch gar nicht. Das wird später erfunden. Für EV und DV-Training. Oh, er hat ein WhatsApp. Ja, auch WhatsApp ist leider ein, wie heißt das? Käfer-Pokémon. Na, Donnerwelle haben wir gut abgewehrt. So, ich mach mal Lehmbrühe. Weil das jetzt keine Bodenattacke ist. War schön stark. Litomid. Okay, das kennen wir ja schon. Na, ist leider doch Robustheit. Genauigkeit sinkt. Also deswegen ist Lehmbrühe wirklich richtig krass, ne? Genauigkeit senken, einfach so mit einer starken Attacke, ist schon brutal. Zahnsteine? Krass. Ich glaube, Zahnsteine wurden auch erst mit dieser Generation hier eingeführt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie vorher schon gab. Ich glaube aber, die gab es erst in Generation 5. Um kleinere Lieferungen kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst dir also jeweils die optimale Versandart aussuchen. Okay. So viel ist hier aber jetzt gar nicht. Aua. Oh, hier ist noch jemand. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Okay, Beulenhelm. Auch ein nices Item. Das würde ich tatsächlich, glaube ich, Gecko geben, sobald Gecko sich entwickelt hat. Zum tiefen Container gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Also, hier, okay. Ah, ich dachte, jetzt wären hier Überreste. Mist. No! Dedo, meinst du wirklich, dass die Typen von dem Plasma da drin sind?
Geld ist ja nicht, echt nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Müssen wir nicht erstmal hier ein Pokémon fangen? Okay. Dieses Pokémon hatte ich schon mal. Deswegen muss ich es nicht fangen. Sondern kann das nächste fangen. Oh, eine Herzschuppe. Bitte irgendwo hier der Attacken-Erinnerer. Gelatini! Oh! Das ist ein Pokémon, das hätte ich gern. Das habe ich noch nie trainiert. Oh, wie krass. Ich meine, Eis-Pokémon sind defensiv totaler Mist, ne? Weiß ich ja. Aber ich hatte das noch nie. Und die Sache ist halt, auch in Nuzlocke kriegt man ja oft Pokémon, die man schon mal hatte. Weil, ja, man fängt halt immer auf der gleichen Route an, ne? Fängt sich da dann das erste Pokémon, das ist dann halt immer das gleiche ungefähr. Man hat ja nicht so viel Auswahl. Dann halten die ewig lange, weil die Spiele ja auch nicht so schwer sind. Und ja, keine Ahnung, mit Gelatine hatte ich noch nie. Ich glaube auch in Pokémon Anil hatte ich das nicht, oder? Kann mich nicht dran erinnern. Aber Pokémon Anil zählt auch nicht so richtig. So, wieder Terrybark. Aber ich habe ja schon mal Pokémon hier gefangen, mein Encounter. Deswegen Mogelhiebe ich jetzt hier einfach nur einmal. Und ja, das war irgendwie nicht so toll. Wie viel Schaden macht das? Aha. Ist auch noch ein Item. Oh, hier ist nur Terrybug, oder was? Ja, wenn er Bedroher hat, dann will ich nicht kämpfen. Ein Äther. Okay, hier ist auch noch was. Ein weiteres Bisbar. Level 25, WTF. Das war ein sehr hohes Level. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da fliegen könnte. Und wenn da so ein Bodycheck kommt, dann... Ja, ist Ramses sehr schnell tot. Auch so ein Knirscher tut weh, ja. Ich meine, der Knirscher war gerade ein Volltreffer. Mir bitte das Item ohne noch ein Pokémon. Ach so. Das ist ein Feld unter mir. Ich bin so blind. Drück und drück und drück und nichts passiert. Nein! Bist du ein Trainer? Oh, du bist ein Trainer. Gleich bekommst du die Kälte der Tiefkühlcontainer erst so richtig zu spüren. Übrigens eine große Eisschwäche in meinem Team. Ein Pflanzen-Pokémon, zwei Flug-Pokémon. Das ist nicht so geil. Und auch Gecko hat ja so eine kleine... Naja, also Wasser und Boden, das gleicht Eis im Grunde aus. Aber ich habe halt keine Eisresistenz. Oder? Nö. Na gut, Mogelhieb. Badumts. Folgung. Er lebt. Wieso lebt er? Oh, er kann Samenbombe, das ist aber stark. Und Praktibike, ja, da muss ich auf jeden Fall wechseln. Was nicht stimmt, denn da habe ich ja das perfekte Pokémon für. Shit. Wieso macht der Steinwurf? Das macht gar keinen Sinn.
Na gut, Sami wurde besiegt. Das ist einfach Sami. Wie Salami, nur ohne lecker. Und noch ein Pokémon. Oh, ein Ordoch. Das ist nice. Das gibt sehr viele Erfahrungspunkte. Es hält auch sehr viel aus, aber insgesamt doch eher nice. Wie viel macht die Verfolgung? Ah, nicht genug. Anziehung? Ja, das ist mir egal. Mach hier mal Verfolgung. Ah doch. Ich habe kein Interesse an dir. Nur an deinen Erfahrungspunkten. Ah, so viel war es jetzt auch nicht. Aber ist in Ordnung. Das nächste Mal also gehen wir in den Tiefcontainer und besiegen dort Team Plasma. Ich bin gespannt. Und ja, ich werde dafür sorgen, dass dieser Part jetzt ganz schnell geschnitten und hochgeladen wird. Und dann sehen wir uns bald wieder. Heute Abend wird übrigens auch, ich denke mal, Pokémon Karmesin und Purpur mit dem zweiten DLC starten auf Twitch. Schaut da gerne vorbei. Und dann wünsche ich euch ja noch einen schönen Tag und bis bald.